Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mass Effect 3. Ich bin's wieder, euer Lud986, und ich muss erstmal so auf ein paar Kommentare von euch eingehen. Also, Nummer 1, natürlich wird Garrus wiederkommen. Natürlich wird er wiederkommen. Also, ich meine, hallo. Wir haben einiges zu tun. Wir müssen den Garrus wiederholen, unter anderem, und noch viele, viele, viele andere Leute, die ganz toll sind. Zum anderen wurde mir vorgeworfen, dass ich gar nicht mehr so exzessiv überall nachgucke, wie ich sonst gemacht habe. Bitte habt etwas Verständnis dafür. Ich meine, ich möchte euch so viel wie möglich vom Spiel zeigen, aber ich möchte auch so viel wie möglich in eine Dreiviertelstunde packen. Und das ist ja eine Gratwanderung zwischen gut und schlecht. Also, ab und an werde ich wohl oder übel so ein paar Sachen auch vergessen müssen, nachzugucken, um auch euch vielleicht ein bisschen mehr zu zeigen, weil ich meine, jetzt die ganze Zeit zu sehen, wie ich jetzt hier gerade nur stehe und rede, ist irgendwann langweilig. Wie ich nur rumrenne und irgendwas suche, wird auch irgendwann langweilig. Das heißt, ich möchte, ne, eine Gratwanderung ist es. Ne? Ich möchte euch viel vom Spiel zeigen, ich möchte aber auch euch viel vom Spiel zeigen. Also, ne? Bitte habt ein bisschen Verständnis dafür. Wir legen jetzt endlich hier los und machen ein bisschen weiter. Commander, danke, dass ich Ihr Schiff benutzen darf, bei diesem Plan mitwirken kann. Garrus sagt, er muss sich um die Waffensysteme der Normandy kümmern. Kalibrierung oder so. Klingt nach Garrus. Leider begleitet uns die Asari-Ratsherrin nicht. Sie sagt, es gebe zu viel böses Blut mit den Kroganern. Könnte sein. Aber es gibt viel mehr Blut. Echtes Blut. Wenn wir es nicht versuchen. Wenn Sie das so sagen. Je früher der Gipfel, desto früher wissen wir Bescheid. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Bestimmt. Ich verstehe, dass das eine schwierige Zeit ist, Primarch, aber die Erde geht ohne Verstärkung unter. Kann ich noch auf Sie zählen? Wenn die Kroganer uns auf Pelevin helfen, haben Sie mein Wort darauf. Okay. Wie fühlen Sie sich als Primarch? Anders als erwartet. Die Schlacht der Schlachten tobt auf Pelevin. Und ich lese Lichtjahre davon entfernt Verlustberichte in Millionenhöhe. Ich möchte bei meinen Soldaten sterben, damit sicher ist, dass wir bis zum letzten Mann gekämpft haben. Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Ich verstehe. Die Erde zu verlassen, um sie zu retten? Selten ist mir etwas so schwer gefallen. Das überrascht mich nicht. Garrus hält viel von Ihnen. Sie wollten nie ein Anführer sein, aber Ihr Volk stirbt, wenn Sie sich weigern. Unsere Lage ist ziemlich ähnlich. Hoffentlich gewähren uns die Geister die Stärke, das alles durchzustehen. Ja. Wie sieht's mittlerweile aus auf Pelevin? Wie sieht's aus auf Pelevin? Die Verluste sind schockierend. Die Reaper setzen unsere eigene Taktik gegen uns ein. Den Feind mit einer Übermacht vernichten. Genau wie auf der Erde. Der Stratege in mir bewundert ihre Rücksichtslosigkeit. Der Turianer in mir sieht die Zerstörung von 15.000 Jahren Zivilisation. Meine Zivilisation. Danke, Primarch. Meine Gedanken sind bei Pelevin. Und meine bei der Erde. Und meine sind am Kriegsterminal. Denn es hat sich ein bisschen gesteigert. Also die Bereitschaftswertung gibt wirklich aus, wie der Online-Status ist. Weil jedes Mal, wenn ich das Spiel wieder starte, um aufzunehmen, sehe ich natürlich im Online, also im Anfangsscreen, wie der Bereitschaftsprozess der gesamten Flotte weltweit ist. Ja, diese 53% sagen aus, dass derzeit, also mit 50% wurde gestartet, wie die Matches online verlaufen. Ob wir gewinnen oder halt eben nicht so ganz gewinnen. 100% zu erreichen wird, glaube ich, sehr, 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 sehr schwierig werden. Aber wer weiß, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt auf jeden Fall sonst noch gar nichts weiter dazu bekommen. Und Konfliktgebiete technisch überall 53%. Also so habe ich das jetzt verstanden. Es könnte aber auch immer noch anders sein. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich habe noch einen kleinen Tipp bekommen, den will ich jetzt überprüfen. Okay. Commander, Didi ist offline. Ich will Was ihn meinen Sie nicht mit offline? überprüfen. Ich weiß nicht. Sie antwortet nicht und die KI-Kerndiagnose streikt auch. Sie sollten runtergehen, auf Deck 3.
Alles klar. Commander, die Kommunikationssysteme drehen durch. Was auch immer da los ist, es geht von Deck 3 aus. Versuchen Sie, Edie zu erreichen. Ich überprüfe den KI-Kern. Ich versuche gerade, die Systeme neu zu starten, aber etwas blockiert mich. Was da auch am Werk ist, es hat Edie offline geschaltet. Es ist echt nichts Neues. Jedes Mal wird meine KI kaputt gemacht. Jedes Mal. Im Mass Effect 2, im Mass Effect 3. Lass doch einfach mal meine KI in Ruhe. Die hat euch nichts getan. Wo zum Teufel ist der Kern? VI-Kern, dort hinten. Ist er echt hier hinten drin? Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Joker, was ist das? Feuerlöscher, Commander. Vielleicht ein elektrisches Feuer oder so. Ich klär das. Edie, was ist denn? Möchten Sie über ein spezielles Thema sprechen, Shepard? Ich hab's geahnt. Edie? Ja. Sie sind in Dr. Ivas Körper. Nicht ganz. Aber ich kontrolliere ihn. Der Übergang war holprig. Es ist so geil. Ich fühle mich eben gerade wie so ein bestimmter Typ, der einen kleinen Harper mit dabei hat, der einfach der Meinung ist, für sein Schiff noch einen Avatar zu bauen, der erstmal nackt rumrennt. Ja. Edie, beziehungsweise die Normandy, hat jetzt einen Avatar. Übergang? Wir hatten eine Zeit lang keinerlei Kontakt. Korrekt. Als wir diese Einheit an Bord brachten, habe ich in ihrem Speicher Informationen über das Proteaner-Gerät gesucht. Dabei habe ich eine Falle ausgelöst. Notstrom und zusätzliche CPU wurden aktiviert und die Einheit wollte mich angreifen. Zum Glück erhielt ich Systemzugriff und konnte alles nach Bedarf umfunktionieren. Dabei kam es zum Stillstand. Daher das Feuer. Das war mehr als nur gefährlich. Und sowas tut man nicht, ohne seinen Captain zu fragen. Edie, Sie müssen uns bei solchen Vorfällen alarmieren und dürfen sie nicht alleine klären. Die Crew zu informieren wäre kontraproduktiv gewesen. Ihre Reaktionszeit hätte alle Hilfsversuche viel zu lange verzögert. Wenn Sie jetzt da drin sind, was ist dann mit dem Schiff? Ich existiere hauptsächlich im Schiff. Zur Steuerung sollte diese Einheit in Funk- oder Tidebeam-Reichweite der Normandy bleiben. Wollen Sie mit diesem Körper irgendwo hin? Die Normandy ist nicht für jede Situation optimal bewaffnet. Diese Plattform könnte begrenzte Bodenunterstützung leisten. Sie meinen, Sie könnten also mit uns kommen? Ja. Dieser Körper kann Sie an Orte begleiten, die Normandy nicht erreicht. Erst testen, dann. Vorher müssen Sie garantieren, dass dieser Mech keine weiteren Überraschungen in sich trägt. Lassen Sie Tests laufen und dann reden wir über den Einsatz in Kampfsituationen. Moment. Tests laufen. Abgeschlossen. Ich kann Ihnen einen vollständigen Bericht senden. Zunächst jedoch stelle ich die Funktionalität der Normandy wieder her und versichere der Crew, dass alles normal ist. Aber wundern Sie sich nicht, wenn die Crew Sie skeptisch gibt. Ihr neuer Körper hat Sie vor kurzem noch beschossen. Völlig richtig. Ich gehe auf die Brücke. Joker wird es auch sehen wollen. Natürlich. Darin sind wir uns einig. Joker wird dich anfallen. Befallen. Umfallen. Wir haben einen Avatar. Wir haben ein neues Crewmitglied. Das ist... Dr. Chuck, was? Sagen Sie ist was. Ist da gerade Edie vorbeigegangen? Ja, das war sie. Daran wird Joker seine helle Freude haben. Hier unten alles in Ordnung, Doktor? Aufgeräumt und nachgefüllt. Aber immer noch meine alte Krankenstation. Wie zu Hause. Willkommen zurück. Danke. Vergeuden wir keine Zeit. Ich will Sie untersuchen. Warum? Stimmt denn etwas nicht mit mir?
Doch, aber die kybernetischen Implantate von Cerberus sollten wir im Auge behalten. Es war teuer, mich zurückzubringen. Und jeden Cent wert. Wir sollten einfach auf Nummer sicher gehen. Jo. Gut, schaden kann's ja nicht. Aber diesmal ohne Skalpell, Doc. Schon enttäuschend, dass ich sie nicht aufschneiden muss. Ich überprüfe nur mit dem Diagnoseprogramm ihre Implantate und ermittle ein paar Werte. Die Behandlung ihrer Narben hat einen schönen synthetischen Proteinüberzug erzeugt. Und ihr Körper hat die Implantate gut angenommen. Zum Glück. Sie waren nicht billig. Das war's schon. Sie sind völlig gesund. Wir sehen uns später, Doktor. Viel Glück, Shepard. Tja. Muss ich sogar sagen, unser Körper hat die Implantate perfekt angenommen. Bei einem bösen Spielstand bin ich mal gespannt, wenn ich den implementiere, wie ich dann aussehe. Ich meine, ich sah ja damals schon so ein bisschen böse aus, aber jetzt muss ich ja dann richtig, richtig böse aussehen. So, jetzt gehe ich aber nochmal kurz, ich habe einen Avatar auf diesem Schiff. Ich kann es nicht fassen. Nochmal kurz ins Maschinendeck. Denn hier unten sollte wohl etwas rumrennen, was schwer zu fangen sein soll. Insofern ich mir den damals gekauft habe, aber ich meine schon. Nämlich mein kleiner Hamster. Damals habe ich alles, glaube ich, geholt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Da ist er. Hab ihn. Ha! Weltraumhamster! Zack! Da ist er wieder da. Ja? Nicht einfach. Na, der ist so klein und flink und schnell. Kleines Mistviech, du. So, Kampfinformationszentrum. Wir müssen noch zu den Cerberus-Laboren. Oder vorher schicke ich noch meine Nachrichten. Haben wir Nachrichten? Ist diese Adresse gültig? Shepard, ich habe angerufen und Nachrichten geschickt, aber keine Antwort erhalten. Da die Kommunikationssysteme Erde ausgefallen sind, wird das hier wohl auch nicht durchkommen. Aber ich habe ein Gerücht gehört, dass die Norman, die hier auf der Citadel angedockt hat. Sind Sie am Leben? Ich bin im Huerta-Krankenhaus unter dem Namen Tanner Nuara. Entschuldigen Sie bitte das Versteckspiel und die Verschlüsselung dieser E-Mail, aber in meinem Beruf macht man seinen Aufenthaltsort nicht publik, schon gar nicht, wenn man in schlechter gesundheitlicher Verfassung ist. Wir sollten uns treffen, bevor die Umstände uns wieder trennen. Fane! Es ist Fane! Ja, sorry Leute, aber viele von euch haben ihn in Mass Effect 2 geliebt, ich habe ihn auch gemocht und... Von Absender blockiert. Commander, mein Name ist John Dumbau. Ich gehöre zu Special Tactics und Raccoon. Obwohl viele immer noch Bedenken wegen ihrer frühen Aktivitäten für Cerberus hegten, haben viele von uns bei ST&R ihre Warnung von den Reapern ernst genommen. Ich wende mich jetzt an Sie, weil ich Informationen habe, dass Agenten mit beträchtlicher politischer Macht in Verbindung mit den Reapern stehen. Falls Sie die Zeit fänden, mich in der Zitadelle der Botschaft zu treffen, wäre ich für Ihre diskrete Unterstützung dankbar. Mit freundlichem Gruß, John Dumbau, STG, ST&R. Ich, Inspector von Ashley Williams. Commander, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Udina will, dass ich Inspector werde. Verrückt, ich weiß. Ich mag Udina nicht besonders, aber das mit dem Spectre kann er durchdrücken. Er drängt auf eine Antwort, aber ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll. Ich kann noch nicht mal aus dem Bett aufstehen. Und dann sowas? Ich habe ihm gesagt, ich würde darüber nachdenken. Falls Sie mal in der Nähe der Zitadel sind, schauen Sie doch im Krankenhaus vorbei. Mir fällt hier die Decke auf den Kopf. Ashley. Von Aria Tyloak. Ich habe einen Vorschlag für Sie, Shepard, den Sie bestimmt nicht ausschlagen wollen. Ich bin in einem Nachtclub auf der Citadel, der Purgatory heißt. Lassen Sie mich nicht zu lange warten. Aria. Huhu! Wir müssen unbedingt wieder auf die Citadel, da gibt es einiges zu erledigen. Beziehungsweise, jo, den möchten wir verlassen. Ja, Treibstoff brauchen wir noch nicht. Das ist, ich finde es suspekt, wenn ich ehrlich bin. Dass wir keinen Treibstoff brauchen. Wir haben hier oben noch das Cerberus-Labor. Wir haben ein Treffen mit den Diplomaten. Wir haben die Citadel. Wir haben so viel zu erledigen. Aber erstmal, bevor wir uns jetzt um weitere diplomatische, wichtige Sachen kümmern, werden wir das Cerberus-Labor noch auseinandernehmen und dort einige kleine Korrekturen anfügen. Skepsis. Ja, der Systemname ist schon mal ziemlich geil.
Wir sind sowieso allem und jedem gegenüber skeptisch. Hier mal scannen. Ich habe etwas gefunden. Aha. Und was hast du auf Franklin gefunden? Oh! Reaper-Aufmerksamkeit. Ein Stückchen haben wir schon. Mal gucken in der Umlaufbahn. Scanner starten. Okay, es ist wie damals. Und sie haben auch wirklich dieses langsame Scrolling genommen. Aber wir haben irgendwas gefunden. 5 Poro. 1 von 10. Kriegsaktivposten erhalten. Raketenwerfer Javelin. Aha. Coole Sache. Starten wir nochmal eine Sonde. Wir haben anscheinend unendlich viele davon mittlerweile. Das scheint aber alles auf diesem Planeten gewesen zu sein. Okay. Jedes Mal, wenn ich jetzt scanne, wird die Aufmerksamkeit erhöht, oder? Hier in der Nähe nochmal scannen. Ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, shit. Die geht aber schnell hoch. Servus Labor, willkommen. Ah, jetzt brauchen wir auch, jetzt müssen wir dann auch vielleicht irgendwann mal nachtanken. System anfliegen. Signal bestätigt. Aha, hier ist nochmal was. Was man so durch Zufall alles findet, ist schon unglaublich. Mal gucken, was wir hier finden. Vielleicht neue Energiequelle oder so? Nach da links unten. Ja, ihr hört schon, ich muss meine Maus hier wieder über das halbe Mauspad ziehen, damit das auch funktioniert mit dem Scannen. 10.000 Credits. Jo. Und mit etwas Glück finden wir sogar zusätzliche Missionen. Anflug in die Luftlaufbahn. Sanctum bestätigt die alte Raumfahrerweisheit. Nur weil etwas Gartenwelt heißt, muss es noch lange kein Picknick sein. Eisstürme fegen über die Pole und die gemäßigten Zonen hinweg. Und nur am Äquator befindet sich ein schmaler bewohnbarer Streifen. Dieses Gebiet ist trocken, aber windig. Und beherbergt das minimale terrestrische Pflanzenleben von Sanctum. Noch haben sich hier keine Lebewesen entwickelt. Aber die wirbellosen Tiere in den pelagischen Meeren erreichen bereits eine beträchtliche Größe. Das Minengeschäft, außer am Äquator überall als Eisbrechen bezeichnet, ist auf Sanctum sehr verbreitet. Der Planet verfügt über reiche Platin- und Palladiumvorkommen sowie Bohr, das vor Ort für das Imprägnieren von Halbleitern benutzt wird. Meine Fresse, heute ist Lesen echt schwer. Hinweis für Reisende: Die Kohlendioxidkonzentration auf Sanctum kann während thermischer Inversionswetterlagen 5000 Teile pro Million erreichen. Pro Millionen vielleicht? Oder pro Million? Egal. Reisende sollten stets eine Atemmaske tragen und sich dabei der Wetterwarte Sanctum nach Warnhinweisen erkunden. Hinweis für Reisende. Die Piraterie hat dieses Jahr auf Sanctum den höchsten Stand seit 14 Jahren erreicht. Besucher sollten entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen. Alles klar, wir landen trotzdem. Wir brauchen keine Wir haben schon 4 Stück, wir haben Edie, wir haben Garrus, wir haben Lara, wir haben James. Wir nehmen Garrus mit. Und ich möchte mal Edie im Einsatz sehen. Beziehungsweise braucht die gute Edie natürlich auch noch ein paar Pünktchen, die wir ihr bestimmt geben können. Wir können auch noch mal eine Runde modifizieren. So, bestätigt. Unsere Sniper ist soweit modifiziert. Garrus braucht auch Modifikationen und wir haben 3 Modifikationen für sein Gewehr. Erhöhter Schaden. Reservemunitionskapazität. Erhöhten Schaden. Ja, Schadenserhöhung nehmen wir jetzt mal mit. Bestätigt. Und natürlich bekommt er auch noch die Avenger mit. Bestätigt. Zurück. Und Edie. Oh, Edie kann nur mit Handfeuerwaffen unterwegs sein. Okay. Und das auch nur mit Maschinenpistole, schwere Pistole und Schrot. Ne, Schrotflinten noch nicht mal. Die kann nur die beiden. Hm. Okay. Müssen wir erstmal mitleben.
Commander, ein Rufsignal von Admiral Hackett. Stellen Sie ihn durch, Lieutenant. Shepard, wir haben ein geheimes Cerberus-Labor entdeckt. Funktion unbekannt. Ein Erkundungsteam musste sich zurückziehen, bevor Ergebnisse vorlagen. Weitere Infos? Wir glauben, sie lagern und studieren in der Anlage Reaper Tech. Wir haben uns gefragt, was Cerberus mit den Reapern zu tun hat, und dort liegt vielleicht die Antwort. Wir sind dabei. Finden Sie raus, was Cerberus macht, und bringen Sie mir Proben von Reaper Tech, Commander. Hackett Ende. Edis erste Mission wird also sehr, sehr schwer für sie werden. Wenn wir Pech haben. Und los geht's. Alles klar, danke. So, mir wurde ja gesagt, wenn es hieß, hinter ihnen, dann hieß es auch hinter mir, aber dass mein Helfer hinter mir stand. Nichts anderes. So, erstmal ein bisschen aufgeräumt hier. Edi schießt. Ach, Edi. Was kann eigentlich Edi? Edi kann Täuschkörper. Lenken Sie Gegner mit diesem Täuschkörper ab. Überlastung, Verteidigungsmatrix und Verbrennung. Wir können natürlich auch einiges. Unter anderem könnte ich zum Beispiel mal die Kyro-Munition anmachen. Damit das Ganze noch viel mehr... oh, wir sind Pyromane. Mehr als 1100 Millionen Feinde auseinandergenommen mit unseren Kräften. Ach, Göttchen, ey. Vielleicht hätten wir auch leise anschleichen sollen. Wäre gar nicht so unschön gewesen. Gar nicht mal so unschön. Nein. Nein, Munition. Munition liegt hier mal irgendwie zuhauf rum, habe ich das Gefühl. Finde ich aber auch gut. So, jetzt gucke ich mich mal etwas genauer. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich ein bisschen weniger genau umgeguckt habe, weil ich weiß, dass ich nichts hacken darf. Ja, ich traue immer noch darum. Das war einfach ein super Spielzeug. Das hat echt gut Laune gemacht. Und dann darf man hier nicht mal hacken. Was haben wir da? Eindämmungssystem. Deaktiviert. Signatur deutet zweifelsfrei auf Reaper-Technologie hin. Ab die Probe. Verstanden. Reaper-Artefakt. Praktisch. Das war's. Credits. Das. Ach komm, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich meine, ich bin doch. Die müssen doch hier noch viel mehr gemacht haben. Als das bisschen. Fehlgeschlagene Medigel-Experimente. Oh, Medigel-Verbesserung nur für Hanar. Außer Cerberus würde das niemand einen Fehlschlag nennen. Irgendwie muss ich da. Kann ich doch da. Hier ist noch ein Artefakt, das will ich haben. Give me das Artefakt. Ja. Von wegen, das ist alles. Die Anlage ist doch noch viel, viel größer. Wir können noch viel, viel mehr mitnehmen. Tagebucheintrag. Persönliche Logs. A. Masters. Endlich angekommen. Wow. Die Truppen hier meinen es wirklich ernst. Keiner lächelt. Nie. Und Selbstmord, wenn ein Suchtbefehl für dich vorliegt? Im Ernst? Sie nennen das Training Integration. Ich werde ab morgen integriert. Kannst kaum erwarten. Ja, das sollen wir dir jetzt glauben, dass du das nicht mehr erwarten kannst. Also das klang ein bisschen anders. Psychedelische Musik ist psychedelisch, weil sie psychedelisch genial ist. Auf nichts? Hier ist sonst nichts weiter zu mitnehmen? Oder hätte ich mich gerade entscheiden können, was ich hätte mitnehmen können? Wenn ja, dann finde ich das gemein. Solche Entscheidungsmöglichkeiten sollten etwas öffentlicher dargelegt werden, damit wir uns besser entscheiden können, ob wir uns dafür entscheiden oder nicht. Credits. Aha. Präzisionsverbesserung, Zielfernrohr. So sieht's nämlich aus. Ja. Und in die andere Richtung können wir auch nochmal gucken. Credits. Ja, hier liegt noch einiges rum.
offensichtlicherweise. Ich glaube, jetzt haben wir doch in jede Ecke geguckt. Dann bringen wir uns mal wieder weg. Zweites Lager geortet, Commander. Navipunkt aktualisiert. Aha. Gute Arbeit. So ist das. So ist das also. Tschüss. Sonst noch einer? Ich weiß, meine anderen beiden, die kämpfen hier schon irgendwo. Aha, damit habt ihr nicht gerechnet, hä? Dass euch was in den Rücken fällt. So, sonst noch irgendjemand? Ah, hier unten ist noch einer. Bäm! Einfach um die Ecke geschossen. Cerberus-Techniker, wer weiß, was der hätte alles auslösen können. Aber so nicht, mein Kleiner, so nicht. So, das nächste Artefakt. Oh. So. Und das nächste Artefakt. Zurück zu ihm. Ach, wir dürfen jetzt immer hin und her rennen. Viermal. Scheiße. Vergessen Sie es, es sind vier. Runde Fuß so weit möglich. Ende. Wir müssen nur durchhalten, bis Cortez uns abholen kann. Lande zu sein hat schon was. Briefschlitz! 10 Gegner also getötet. Okay, dann warten wir doch mal. Und verteidigen dann eine Runde. Solange wie die hier so schön langsam angelaufen kommen. Da kommt der nächste. Scheiße. Ach komm, das ist doch mies, wenn du das so machst. Da müssen wir ja da drauf schießen. Komm, Land nach. Okay, die Seite ist gesichert. Die Seite ist auch gesichert. Wobei. So. Es ist nicht vorbei. Ich bin voll funktionstüchtig. Ach scheiße, was ist das denn, ey? Komm. Mach das so. Edi, bist du auch wirklich voll funktionstüchtig? Ach so. Du bist nur wieder dieses komische Abbild von ihr. Was mich immer so verwirrt. Cortez! Du darfst so langsam wiederkommen. Höre ich da einen Mac? Nee, aber ich sehe da einige ankommen. Ja, komm. Ich habe doch gesehen, dass da gleich noch einer um die Ecke kommt, oder nicht? Puh, Centurio mal instant die Schilde weggebamst. So muss das. Denk nicht mal dran. Cortez, hören Sie mich. Wie ist Ihr Status? Kämpfe gegen mehrere Ziele. Könnte ein bisschen riskant werden. Wünschen Sie mir Glück. Viel Glück. Lieutenant. Sieh zu. Wir haben keine anderen Rückzugsstrategien, Shepard. Dann suchen wir einen anderen Weg. Weiterkämpfen. So. Scheiße, da ist nur ein Centurio. Ah, von allen Seiten. Ach, dahinter kriege ich mich getroffen. Ach, das ist Edi. Na komm. Au, 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 au. Ja, Schilde kaputt. Ich weiß. Ah, weg da, weg. Oh Gott. Verdammte Axt, ey. Scheiß Centurios. So, dich eingefroren. Du kriegst nochmal ein bisschen Mist ins Gesicht. Da haben wir von dir auch Ruhe. Ey.
Lass unsere Eli in Ruhe. Lass sie in Ruhe. Lass sie in Ruhe. Lass sie in Ruhe, habe ich gesagt. Lass sie jetzt wohl in Ruhe. Ich glaube nicht, dass er es geschafft hat. Er schafft es. Wir müssen nur den Landeplatz freihalten. So. Ah. Wir haben auch Kryoschläge drauf. Okay. Alles klar. Okay, das ist nicht einfach. Das ist gar nicht einfach gerade. Besonders dann, wenn die hier der Meinung sind, Garrus auseinanderzunehmen. Ja, ja, geh du ruhig auf die dunkle Seite der Macht. Geh du ruhig auf die dunkle Seite der Macht. Nein, scheiße. Heilen. Komm, Garrus. Nice one. Nice one. Nice. Wir kriegen das, wir kriegen das. Bäh. Immer diese Dunstschwaden hier. Auch weg. Was bist du denn? Was bist du denn? Nein, 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 nein. Miese Aktion. Mieses Teil. Zack. Weg mit dir. Habe ich gesagt. Sollte vielleicht nicht ganz so offensiv vorgehen. Weil dann wäre es auch langweilig. Kotta ist es wieder da! Kotta ist es wieder da! Ja, wir sind unterwegs! Kommt schon! Puh. Commander, unsere besten Techniker sehen sich gerade die Reaper-Tech aus dem Labor an. Was hat Cerberus damit gemacht? Das wissen wir noch nicht, aber was Cerberus auch vorhat, es kann nichts Gutes sein. Selbst wenn wir den Zweck nicht rauskriegen, haben wir ihre Experimente gestört. Sie werden deshalb nicht aufgeben. Stimmt. Wir werden die Anlage weiterhin angreifen. Gute Arbeit, Commander. Gerne. Gerne. 10.000 Credits wieder oben drauf. Alleine schon dafür hat es sich gelohnt. Da haben wir ja doch einiges wieder geschafft, würde ich sagen. Ich meine, wir haben Technologie gestohlen, wir haben Systeme erkundet. Moment mal. Möchte ich eigentlich. Aha. Modell Allianz Shuttle. Ja. Das war ja schon fast ein bisschen offensichtlich, dass da hinten noch irgendwas liegen muss. Kaum, ja. Kaum. Ich habe etwas Verdächtiges entdeckt. Haben Sie kurz Zeit? Na klar. Commander, ich habe beim Scan der Allianzkanäle was gefunden. Könnte wichtig sein. Die Grissom Akademie braucht Hilfe. Die Invasionsfront der Reaper nähert sich. Haha, was zum Teufel ist die Grissom Akademie? Werden Schulen im Krieg nicht geschlossen? Die Grissom Akademie ist keine normale Schule. Dort sind die klügsten Studenten, die Menschheit zu bieten hat. Ihr Ascension-Projekt ist die beste Ausbildungsstätte der Galaxie für biotische Menschen. Es ist keine gewöhnliche Schule. Sie arbeiten dort wahrscheinlich auch für die Allianz. Helfen. Was können wir tun? Ein Transporter der Turianer wollte sie nach ihrem Notsignal evakuieren. Also müssen wir eigentlich nichts tun. Aber das Turianer-Signal war irgendwie seltsam. Edi hat es analysiert. Es war gefälscht. Edi sagt, das falsche Turianer-Signal ähnelt dem, mit dem Cerberus sie zu einem Kollektorenschiff gelockt hat. Lange Geschichte. Egal. Wir sollten jedenfalls glauben, dass die Grissom Akademie evakuiert wird. Ich glaube, sie sind noch immer in Gefahr. Okay. Gut gemacht. Wenn es wirklich Cerberus ist, könnte es sich lohnen, der Sache nachzugehen. Oder es ist eine gezielte Fehlinformation. Trainer. Gut gemacht. Danke, Commander. Hauptsache, wir können mal wieder ein bisschen flirten. Ja. Flirten. Ab zur Waffenkammer. Ich glaube, wir müssen da nochmal eine Runde modifizieren, weil wir sammeln ja hier wie ein Bescheuerter. Okay, das Atemgerät-Dingeln, da haben wir nichts Neues.
Gesundheit runter, Nahkampfschaden hoch, uninteressant. Du musst loslassen, versprich's mir, Steve. Nein, nicht. Was sollte diese Aufnahme gerade von Cortez? Was sollte die? Ich komme und hol dich raus. Bloß nicht. Sie sind überall. Du würdest nur auch draufgehen. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen und nichts tun. Bleib bei mir. Lauf! Du musst da weg, du kannst es schaffen. Nein, das kann ich nicht, Steve. Aber du kannst es. Versprich's mir. Cortez. Tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Das ist eine Aufnahme von Ferris Fields. Vor 7 Monaten. Ich habe dabei viele Freunde verloren. Und meinen Mann. Ich habe getrauert. Einen Frieden gemacht, wie er es gewollt hätte. Ja, eine Neuerung von BioWare. Es gibt jetzt die Möglichkeit, auch schwule Tätigkeiten auszuführen, beziehungsweise lesbische Tätigkeiten, also sprich mit einer Frau ins Bett zu steigen oder mit einem Mann, je nachdem, was für einen Hauptcharakter man gewählt hat. Und anscheinend wollen sie das damit auch hier jetzt gerade einführen. Ich finde die Idee als solches nicht schlecht. Ich meine, jeder sollte die Wahl haben für das, wie er es gerne spielen möchte. Sie haben während des Angriffs mit ihm gesprochen? Ich überwachte Bauarbeiten in einer Station, einige Klicks südlich der Hauptkolonie. Robert schaffte es aus dem Energiefeld der Kollektoren. Anstatt wegzulaufen, rief er mich an. Herzliches Beileid. Er hat sie offensichtlich sehr geliebt. Er hatte Angst, ich würde nicht loslassen. Für ihn habe ich weitergemacht. Dachte ich. Dann kam die Invasion, es blieb keine Zeit. Und was nehme ich mit? Das hier. Wozu sollte man sein Leben weiterführen, wenn sowieso alles den Bach untergeht? Wenn Sie so denken, haben wir schon verloren. Ja, das stimmt, aber... Also... Ehrlich gesagt... Ich war noch nie so allein wie jetzt. Alles klar. Ich möchte jetzt nicht unhöflich klingen, aber... Ich bin nicht wegen dir hier, sondern eigentlich wegen anderer Sachen. Wir sterben alle allein. Am Ende geht's darum, was man getan hat. Ja. Ja, Sie haben recht. Aber keine Sorge, Commander. Im Pilotensitz gebe ich 100%. Ich enttäusche Sie nicht. Schwer ist nur die Zeit zwischen den Missionen, wissen Sie. Sie schaffen das. Okay. 2 Abtrünnige, 2 Vorbild. Sozusagen hat sich das wieder ausgeglichen. 81.000 haben wir mittlerweile zusammen. Nett, 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 nett. Sweet, 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 sweet. Ah, wir können modifizieren ohne Ende. Aber eigentlich bin ich eher auf der Suche nach... ich meine, wir haben doch... Wo ist dann hier? Warum finde ich das nicht, was ich suche? Wir haben doch... Im Logbuch mal kurz nachgucken. Technologien ergattert. Biotik bezeichnet die seltene Fähigkeit von Lebewesen über ein... Ist okay, ist okay. Die Reaper-Waffe mit dem Spitzen... Obwohl Nahkampf-Applikationen... Wir haben auf jeden Fall eine neue Waffe, haben wir uns doch geholt, oder nicht? Also... Okay. Irgendwo müsste es ja eigentlich die Möglichkeit geben, eine neue Waffe zu bekommen... Sira-Vorräte, Medikel, kaufen Sie Schrotflinten, Pistolen, Präzisionsgewehr und Sturmgewehr-Mods, Panzerung ebenfalls auf Lager? Achso, wir müssen Geschäft öffnen? Ah, und dann können wir Süßigkeiten kaufen, weißt du, Süßigkeiten. Aber jetzt sieht man auch, wie viel teurer das ist, also wir bezahlen 100 obendrauf, das geht eigentlich sogar noch. Inferno-Panzerung. Mhm. Alto Belli. Das holen wir uns auf jeden Fall schon mal. Das möchte ich haben. Das ist nämlich ein neues Modell. Ja, und hier auf Speicher. Ich will die Black Widow haben. Oder die Raid. Oder die Paladin 1. Und darauf werden wir auch weiterhin sparen. Nee, ich habe gedacht, dass, weil wir eigentlich rein theoretisch,
neue Waffe gefunden haben, nämlich einen Raketenwerfer, dass wir... Ich habe eine Toilette. Ich habe wieder eine Toilette. Yay! Dass wir die auch schon ausrüsten können, beziehungsweise kaufen können. Oh, mein kleiner Weltraumhanster, da bist du ja. Ja, muss ich keine Angst haben, es sind nur ganz viele Zuschauer. Privates Terminal. Ja, so langsam füllt sich hier auch wieder meine Sammlung. Oh, wir haben auch schon dieses eine neue Schiff mit da drin, von den Reapern. Aber es fehlen noch viele Sachen. Ja, und Fische, wurde mir verraten, da gab es auch einen speziellen, Lieutenant für, der sich darum gekümmert hat. Aber den scheine ich ja nicht mehr zu haben, weil, naja, irgendwie sind mir ja ein paar aus der Crew gestorben. Leider Gottes, muss ich ja zugeben. Oh, Taylor, du hast es zwar jetzt nicht laut gesagt, aber... Von Miranda Lawson. Commander, ich habe von ihrem Aufenthalt bei der Allianz gehört. Ich kann mir vorstellen, welchen Unsinn die sich ausgedacht haben, um sie festzuhalten. Wir sollten reden. Persönlich ist sicherer. Sie finden mich auf der Citadel, Bucht D24. Miranda. Okay, also es wird Zeit, dass wir Richtung Citadel uns begeben, um hier viele alte Kontakte wieder zu knüpfen. Und wir müssen auch gleich mal tanken. Haben wir hier, können wir hier irgendwo eventuell auch... Nein, können wir nicht. Okay, wir können hier nicht tanken. Das heißt, wir haben 50% wieder erkundet. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Citadel. Viele tolle Sachen erwarten uns in der Citadel. Tanken muss ich mir auf jeden Fall aufschreiben. Das müssen wir beim nächsten Mal machen, denn wir fliegen jetzt die Citadel wieder an. Und... Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Nein, danke. Nicht nötig. In Ordnung. Wir sind ein bisschen faul, nicht so ganz so faul. Wir laufen nämlich selber, aber wir laufen nicht in dieser Folge und kümmern uns unter anderem um Miranda. Um... John Dumbau, um Thane, um Dr. Michelle, Dr. Raven, Ashley werden wir auch nochmal besuchen, James, Aria Tiloak, Edie und Joker, Liara, Garrus, alles. Wir werden alle nochmal besuchen, jeden guten Tag sagen und wir werden das Purgatory besuchen, unseren guten alten, liebgewonnenen Nachtclub, wer sich noch dran erinnern kann. Da ist immer gute Musik, da wird immer geil getanzt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Mass Effect 3 wieder. Ich bin euer Lieutenant 86. Bis dann.